Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Cornelis von Lessen, der feinstoffliche Virenscanner, energetischer Heiler. Wir haben ein schönes Thema, Prokrastination. Oder ein deutsches Wort wäre dann Aufschieben, Aufschieberitis. Muss selbst sagen, so ein bisschen, Teile davon habe ich. Versuche das immer abzulegen wieder. Aber ein Ansatz, ne? Also jetzt bei mir kein Riesenproblem, aber ein kleines Problemchen ist das schon. Ich kann mich in der Schule immer erinnern, ich habe immer gewartet bis kurz vor Prüfung. Und kurz vor der Prüfung habe ich dann angefangen zu lernen. Oder im Gymnasium war ich auch eine Weile, dann noch die Englischvokabeln in der Pause noch gelernt, also bis zur letzten Sekunde. Also das ist alles kein gutes Verhalten. Will aber nur sagen, dass wir arbeiten da dran, aber nobody is perfect. Das schließe ich mit ein. Gut, dann wollen wir mal schauen, dass wir das ein bisschen auflösen. Lade jetzt alle ein, die dazu Interesse haben. Gut, fühlt sich gut an. So, also aufschieben, Prokrastination, prokrastinieren. Dann nehmen wir das mal ganz pauschal einfach mal raus. Dieses Aufschieben bis zur letzten Sekunde warten und dann erst den Impuls zu bekommen, zu handeln und die Fähigkeit zu beginnen, sich das in kleine Etappen oder in Etappen einzuteilen und rechtzeitig anzufangen und die Zeit rechtzeitig zu nutzen, das schaffe ich jetzt oder spiele ich jetzt bei Ihnen ein. Ich habe es schon in anderen Videos schon mal gesagt, es gibt dieses schöne Buch. Auf gut Englisch heißt das Eat the Frog, esse den Frosch, aber es heißt Eat the Frog. Können Sie im Internet leicht finden. Und der beschreibt Handlungsanweisungen, wie man besser vorangeht. Mit anderen Worten, seine große Idee ist, das Negativste oder das Unangenehmste sofort machen. Und das habe ich mir irgendwann mal auch nach dem Lesen dieses Buches zu eigen gemacht, dass man sagt, wo man sich am meisten versträubt, was jetzt überhaupt keinen positiven Benefit im Körper hat, dass man da sofort mit loslässt und sagt, dass man den Anruf macht man sofort, die Tätigkeit macht man sofort und dann hat man für den Tag frei. Und wenn man sich das jeden Tag vornimmt, das Negative sofort, ist der Tag frei. Ne? Also alles, was uns aufhält, das Negative zu machen, das nehme ich jetzt aus dem System von allen Beteiligten jetzt raus und allem, was dazu führt, dass wir sagen, okay, wir handeln nach diesem Motto, Eat the Frog, das Unangenehme zuerst und dann können wir uns auf das Schöne konzentrieren. Und es gibt dieses, kann ich aus eigener Beispiel auch sagen, diese Übersprunghandlung. Man sollte Auto putzen, sage ich mal. Man sollte das Auto putzen, hat man da keine Lust zu. Und deswegen fängt man an, irgendwelche Schubladen im Raum aufzuräumen. Vielleicht ein blödes Beispiel. Aber diese Übersprunghandlung, dass man die Energie nutzt, nicht für das eigentliche Thema, sondern so Spielthemen nutzen und sich verzettelt dadurch und das eigentliche Problem nicht ablösen darf. Diese Idee der Übersprunghandlung, dass man erst anderes macht, bevor man zum eigentlichen Thema kommt, das nehme ich nochmal raus. Und dass man messerscharf sagt, okay, das ist das Wichtigste, das mache ich sofort und gleich. Manche von uns reagieren ja auf Belohnung. Sich selbst die Belohnung nach der Erfüllung der guten Tat zu geben. Das wäre zum Beispiel auch etwas, um zu sagen, okay, das ist das wichtigste Thema, meinetwegen die Steuererklärung, die muss ich jetzt machen, die Vorbereitung. Und wenn ich das fertig habe, dann kann ich die Belohnung haben, ob ich mir jetzt einen guten Film ansehe oder wie immer meine Belohnung aussieht oder ob ich mir einen Badeurlaub gönne, keine Ahnung. Also jetzt mal in zum Badeparadies gehe oder für eine Sauna-Geschichte mache. Also die Belohnung danach zu setzen. Nicht die Belohnung davor, sondern die Belohnung danach. Also das ein gewisses Verhalten einzuschleifen, dass ich erst die unangenehmste Tat zuerst mache. Das spiele ich jetzt nochmal bei allen Beteiligten ein. Und dass, wenn ich dann das gemacht habe, dass ich durchaus sagen kann, jawohl, das hast du gut gemacht, dafür darfst du eine kleine Belohnung haben. Und dann darfst du weitermachen.
So, Verschiebung. Bei manchen Themen sind wir nicht so bewandert. Da sind wir noch nicht die Profis, weil wir es noch nicht so oft gemacht haben. Weil die Lernkurve erst kommen muss während des Arbeitens. Mein Vater hat mir so schön den Satz mitgegeben, go do mal be, geh da mal ran, auf gut Plattdeutsch, egal was wir machen. Und dann hat er mir verschiedene Aufgaben gemacht. Ich bin ja auf dem Bauernhof groß gewachsen. Dann durften wir Hoffläche pflastern oder Wände streichen oder alles Mögliche machen, wo wir vorher noch gar keine Ahnung gehabt haben. Oder ich habe einen Güllewagen repariert und geschweißt. Also go do mal be. Mit dem Tun gibt es die Erfahrung und mit der Erfahrung gibt es die Lernkurve und dann gibt es die Möglichkeit, dass wir uns verbessern. Also das können wir nur, indem wir auch tatsächlich dabei gehen. Und mit dem Risiko, dass wir am Anfang noch gar nicht wissen, wie es zu Ende geht, ne? Sondern dass wir es erst lernen, indem wir es tun. Ne? Also dieses Go to my Be spiele ich jetzt bei allen ein, in diesen allen Zuschauern jetzt hier sofort, diese Fähigkeit zu sagen, ich vertraue dem Prozess, die Informationen, die ich brauche, die werden schon kommen. Das führt mich dazu, dass die Hilfestellung natürlich in dieser vernetzten Welt immer da ist. Wenn man keine Ahnung hat, und ich mache das mal öfters mit dem Computer, wenn ich nicht weiß, wie es geht, fragen Sie Google, fragen Sie das System, da gibt es oder gibt es ein Tutorium, da gibt es ein Video und dann kann man das alles lernen, was man braucht. Und dann kann man es ausprobieren, ob es so funktioniert. Ne? So, Prokrastination. Ah, das ist der Satz, den ich vorhin wollte. Diese Entscheidung. Im Leben kommt es viel auf Entscheidung drauf an. Wir müssen uns entscheiden. Das heißt, es gibt eigentlich nur zwei Entscheidungen. Ich wäre jetzt fast dazu gekommen, hätte gesagt, es gibt nur zwei Geschlechter, aber das lassen wir mal. Das streichen wir mal aus der Diskussion hier. Also zwei Entscheidungen, ja und nein. Ja, ich tue es, nein, ich tue es nicht. Diese beiden Entscheidungen gibt es nur. Und vielleicht und später und ich weiß nicht, das ist keine Entscheidung. Es ist, wenn ich eine bestimmte Aufgabe habe, dann kann ich Entscheidungen, ich mache sie oder ich tue sie nicht, dann tue ich sie auch nie. Ne? Also diese Möglichkeiten gibt es ja auch, dass wir sagen, das ist nicht mein Ding, das lasse ich mal weg. Also die Unfähigkeit, Entscheidungen zu fällen, nehme ich nochmal aus dem System aller Zuschauer jetzt raus. Und die Fähigkeit, Entscheidungen zu fällen und die klare Entscheidung, ja, ich tue es oder nein, nicht mein Business, das spiele ich jetzt ein. Die Entscheidung könnte durchaus ja sein, eine schwierige Aufgabe. Ich habe aber noch eine, die Priorität hat, ich muss diese machen, dass ich sie mache, aber morgen, übermorgen und mit genauer Terminierung und trage sie mir vielleicht sogar einen Kalender ein, dass ich es dann tue. Und damit ist der Fall erledigt. Dann brauche ich nur noch diesen Kalender mir anschauen und sagen, ja, jetzt ist die Aufgabe dran. Steuererklärung oder Rasenmähen oder Badezimmer sauber machen, keine Ahnung. Was man immer an Entscheidungen zu fällen hat. Ne? Oder größere Entscheidungen, Investitionen oder eine Partnerschaft anzugehen, keine Ahnung. Also ja, nein, eine Entscheidung zu fällen oder auch zu setzen und sagen, das ist schon unheimlich wichtig, wann will ich die Entscheidung fällen. Nicht, wenn es heute nicht vernünftig ist, dann aber nächste Woche, übernächste Woche oder wann auch immer. Ich muss einen Termin dann setzen. Ne? So, Verschieberei, Verschiebung. Wenn man so sich selbst fordert und fördert und sagt, ich gehe dabei, auch schwierige Dinge, ich mache es, habe meine Lernkurve, dann wird man merken, man wächst über sich selbst hinaus. Man wird etwas Größeres am Ende. Ne? Also diesen Verzicht auf was Größeres zu werden, das nehme ich jetzt aus dem System von allen Beteiligten jetzt raus und die Genugtuung, dass man diese schwierigen Aufgaben angegangen ist, dass man diese
unangenehmen Aufgaben angegangen ist, dass man sie zu eigenen Zufriedenheit dann auch bewältigt hat, das spiele ich jetzt bei allen Beteiligten ein. So, ein bisschen fehlt noch. Ja, alle Ideen, das kannst du nicht oder das darfst du nicht und das tut man nicht, das nehme ich nochmal aus dem System aller Beteiligten jetzt raus. Ja, du kannst es oder sie können es, sie dürfen es ist erlaubt, gehen sie mal dabei, machen sie es, es wird eine Überraschung sein, dass sie das können. Das spiele ich jetzt bei ihnen allen ein. Es gibt ja auch bestimmte Dinge, wo man so Hemmungen hat oder Ängste hat. Ich denke mal, jetzt vor so einem Publikum zu sprechen, auf einer großen Bühne zu sprechen, da haben ja viele auch Ängste davor. Oder vorm Fernseher oder Radiosender zu sprechen. Wenn ich diese Ängste überwinde, durch das Tor der Angst gegangen bin, wachse ich. Also jeder Angst ist eine Chance. Und die Angst, die dazu führt, in dem Zusammenhang, dass ich etwas verschiebe und es nicht tue, genau dann muss ich sagen, jawohl, ich gehe durch diese Angst durch. Also, sich den eigenen Ängsten zu stellen und den eigenen Ängsten zu sagen, ja, ich mache es, ich tue es und ich stelle mich meiner Angst, das spiele ich jetzt ein. So, Prokrastination. Das hat was geholfen, ja, das war gut. Was gibt's noch? Ein Teil des Spieles ist, sich auf andere verlassen. Wenn es um das eigene Leben geht, bin ich im Chefsessel, im eigenen Leben. Darf ich die Verantwortung für mein Leben übernehmen und darf auch selbst das Lenkrad in der Hand haben und auch mein Fahrzeug des Lebens lenken und darf dieses nicht auf andere abschieben. Also die Fähigkeit, Verantwortung für uns selbst zu übernehmen und auch der Verantwortung gerecht zu werden, spiele ich jetzt nochmal bei uns allen ein. Und die Fähigkeit, dann auch Dinge abzuarbeiten, die unangenehm sind oder wo wir Ängste vorhaben oder die wir nicht so spannend finden oder die langweilig sind, aber trotzdem gemacht werden müssen, weil es wichtig ist und das spielen wir uns ein. Und die unwichtigen und die wichtigen Aufgaben voneinander unterscheiden zu können und zu Dinge sagen, das ist eigentlich, kann man machen, muss man aber nicht machen, das spiele ich nochmal ein. Ist noch besser geworden. Das ist gut. Dieses Warten und Zaudern nehme ich nochmal aus dem System von allen Beteiligten jetzt raus. Zeit ist Geld. Und wenn wir was heute erledigen können, dann sollten wir es heute erledigen, dann ist es nämlich erledigt. Und dann brauchen wir nicht noch warten. Wenn wir jetzt Zeit haben und Raum haben, um die Dinge abzuarbeiten, dann dürfen wir es jetzt erledigen und jetzt sofort machen und können uns, wenn es dann sein muss, auch eben entsprechend belohnen. Das spiele ich nochmal ein. Also dieses Schamgefühl, was sollten andere denken, wenn ich irgendwas falsch mache, das nehme ich nochmal aus dem System heraus. Und was interessiert uns das, was andere macht? Das ist unser Leben und wir gestalten unser Leben und wir sind verantwortlich für unser Leben. Das spiele ich nochmal bei uns ein. Ja, hat zwar jetzt mit dem Prokrastination nicht so ganz viel zu tun, aber je höher ich meinen Anspruch stelle, je höher mein Ziel ist, desto mehr Herausforderungen habe ich natürlich auch.
und desto mehr ist die Chance zu wachsen. Ne? Also diese Ziele zu klein zu setzen, nehme ich nochmal aus dem System heraus, und große Ziele, große Visionen zu haben, große Ideen zu haben, spiele ich jetzt ein, und die Fähigkeit dann auch schnell und entschlussfreudig die Dinge abzuarbeiten, die dafür notwendig sind, wenn die sich zeigen, spiele ich nochmal ein. Diese Schutzhaut der Faulheit, der Aufschieberei, der es auf andere schieben, andere Verantwortung geben, die könnten sie auch machen. Ich muss ja auch nicht dieses Warten, das auf andere, das ziehe ich nämlich jetzt von allen jetzt runter in die Lichtsäule. Und dieses Superman-Kostüm, dass sie in der Lage sind, das zu erledigen und auch zügig zu erledigen, diese Fähigkeit spiele ich jetzt bei Ihnen ein. So, wie fühlt sich denn jetzt an? Das ist gut. Ich glaube, das können wir so stehen lassen. Es gibt sicherlich noch immer Aspekte, das muss man sagen. Es ist ja eine Momentaufnahme der Informationen, die ich bekomme. Und das ist ziemlich gut. Noch einmal schaue ich nochmal und dann ist es... Ja, so wie ich es mache hier im Video oder versuche, nein, ich mache es so, dass ich mich auch energetisch leiten lasse, dass ich meine Intuition nutze und sage, das ist wichtig, dass diese Geschichten sind für mich wichtig, die sind für mich interessant und das tue ich dann. Und die Intuition ist, glaube ich, schon sehr wichtig, dass wir die alle für uns nutzen und die Dinge zu tun, die wir gerne machen und möglichst anspruchsvoll dann auch machen, ne? Gut, meine Damen und Herren, das soll es sein. Mein Name ist Cornelis von Lessen. Ich bin der feinstoffliche Virenscanner, energetischer Heiler. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schalten Sie gerne wieder ein. Machen Sie es gut. Bis bald.